Diese Folge wird präsentiert von Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am heutigen Vormittag und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute sprechen wir mit Philipp Werner, Principal bei Project A Ventures. Das ist ein VC in Europa mit Büros in Berlin, München und London mit einem verwalteten Vermögen von 600 Millionen US-Dollar und zum Portfolio gehören Unternehmen wie Katawiki, WorldRemit, Homeday, Spryker, Sender, KRY, Trade Republic und Voi. Mit Philipp Werner sprechen wir auch über Project A Ventures, denn der schließt nun seine vierte Fondsgeneration. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 375 Millionen US-Dollar und ist damit der bisher größte Fonds von Project A. Mit dem neuen Capital soll in Tech-Startups aus Europa von der Pre-Seed-Phase bis hin zur Series A-Finanzierungsrunde investiert werden. Sie feiern damit ihr 10-jähriges Bestehen und kommen damit auf ein verwaltetes Kapital von insgesamt 1 Milliarde US-Dollar. Und dann geht es noch um ShopCircle. Das Londoner Technologieunternehmen, das E-Commerce-Software betreibt, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 65 Millionen US-Dollar abgeschlossen, angeführt von NFX und QED mit weiteren Beteiligungen von 645 Ventures, First Minute Capital und Triple Point Capital. Das Unternehmen beabsichtigt, die Mittel für die Erweiterung seines Portfolios von E-Commerce-Anwendungen und die Verdopplung der Mitarbeiterzahl zu verwenden. So viel aber nur als kleiner Vorgeschmack. Ich übergebe jetzt an Fabian Tausch und Philipp Werner von Project A. Nach den Verbraucherhinweisen geht's los. Viel Spaß. Werbung. Recap ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit Recap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit Recap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re-cup.com/insider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ich freue mich heute hier Philipp Werner von Project A als Gast dabei zu haben bei Investments und Exits. Und man merkt schon, ich bin nicht Jan, also nicht der typische Moderator. Vielleicht haben es einige mitbekommen, weil Jan das gestern kurz angekündigt hatte. Ich bin Fabian Tausch, habe selbst einen Podcast, der ist Unicorn Bakery und es geht sich dreht sich da vorrangig darum, dass man für Gründer und Gründerinnen ja alle Inhalte bereitstellt, die sie brauchen, um auch operativ deutlich mehr von den Erfahrungen anderer zu lernen. Aber das war schon wieder mit der Eigenwerbung. Ich freue mich, hier zu sein für die nächsten 3 Tage und freue mich, heute Philipp hier zu haben. Und wir haben natürlich auch ein sehr passendes Announcement, denn Project A hat jetzt das Final Closing der vierten Fondsgeneration bekannt gegeben. Es gibt jetzt einen neuen Fonds, den vierten Fonds nach 10 Jahren Project A mit 375 Millionen US-Dollar für Frühphaseninvestments. Philipp, mit besseren News kann man eigentlich nicht starten, oder? Ja, ganz genau. Hi Fabian, freut mich wieder hier zu sein. Absolut. Ich glaube, die Zeiten sind vielleicht nicht die einfachsten. Vielleicht auch für einige überraschend, dass dieses Announcement dann jetzt gerade kommt, aber wir sind sehr happy mit den 375 Millionen, die du schon angesprochen hast, kommen damit jetzt auf 1 Milliarde in Assets under Management, wenn man in Dollar rechnet. Ja, und du hast auch schon erwähnt, dass es uns seit 10 Jahren gibt. Ich bin gerade zurück von unserem Company Trip, wo wir das ein bisschen gefeiert haben. Ja, für uns, wir gucken positiv in die Zukunft, gute Zeiten. Also ich würde sagen, für Startup-Seite ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz optimal, aus Investorenseite für einen neuen Fonds super, wenn ich jetzt im letzten Jahr ausinvestiert habe, vielleicht nicht ganz optimal, oder wie siehst du das? Ja, genau. Also wir haben das so einen Fundraise, den bereitet man natürlich auch länger vor. Da haben wir jetzt lange dran gearbeitet. Wir hatten auch schon ein First Closing. Wir haben auch schon Investments gemacht aus dem Fonds. Also ich glaube, wenn man so lange dabei ist, dann ist es halt ongoing, dass man immer rechtzeitig mit dem neuen Fonds plant. Das ist jetzt alles nicht irgendwie überraschend und auch nicht
so super abhängig von dem Marktenvironment. Von daher, ich glaube, wir haben auch in dem Communiqué dazu darüber gesprochen, dass wir halt einen Investment Horizon von irgendwie 6 bis 10 Jahren haben. Das heißt, diese ganzen makroökonomischen Trends aktuell, da denken wir natürlich viel drüber nach, aber so sehr beeinflussen die jetzt unseren Fundraise und auch was wir mit dem Fonds vorhaben, ehrlich gesagt nicht. Gerade weil ihr ja auch Pre-Seed bis Series A investiert und gerade Pre-Seed und Seed sind ja jetzt meistens nicht irgendwie viel, also sie waren zuletzt dann schon ein bisschen Kalkül und wie sehr kann ich das Verhandlungsgeschick oder wie sehr kann ich verhandeln als Gründer, aber oft ist es ja schon relativ klar, wie viel investiert wird oder werden soll und anhand dessen ergibt sich die Bewertung. Ne? Also es ist jetzt ja nicht so, als ob du in einer Later Stage dann ultra viel Spielraum hast. Also ich würde schon ein bisschen anders sehen. Die Finanzierungsrunden haben sich schon verändert jetzt in den letzten Monaten. Also auch im Seed-Bereich sehen wir, dass Gründer irgendwie zurückkommen und die den Raise nochmal ein bisschen nach unten angepasst haben. Es wird schon immer noch diese Runden geben, die wir letztes Jahr viel gesehen haben, aber viel seltener. Und ich glaube, das wird sich sehr konzentrieren auf wirklich die Top-Companies. Also das ist schon alles auch angekommen im frühphasigen Markt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man so einen Fonds raised und den dann auch über mehrere Jahre durch investieren will, dann ja, ist es zwar wichtig, die aktuellen Entwicklungen zu berücksichtigen, vielleicht auch was den Investment Speed angeht, was die Ticket Sizes etc. angeht, aber das ist alles mit einkalkuliert, sage ich mal. Auch unsere Investoren sind sehr erfahrene Investoren, die jetzt sich nicht oder ich sag mal, die davon ausgehen, dass es auch immer mal Downtimes geben wird und der Markt sich mal nach oben, mal nach unten entwickelt. Also von daher, ich glaube, wir schauen da relativ gelassen drauf. Haben natürlich jetzt auch mit dem Timing des Fonds, muss man sagen, auch viel, viel Glück gehabt. Dass sich die Runden verändern, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auf Crunchbase gestern irgendwie gelesen, dass dann auch die ersten Runden irgendwie 30-40% runterkommen. Ich meine mehr so, dass man ja oft anhand dessen, was man investiert, dann daraus errechnet, was die Bewertung ist. Und weniger, dass man irgendwie sagt, ich gebe 5% für Summe X ab, einfach nur, weil ich es kann. Also das werden wir halt nicht mehr sehen. Das war so mehr das, worauf ich hinaus wollte. Ein Punkt, der mich interessiert, ich kenne Flo Heinemann auch relativ gut, würde ich sagen. Und der hat immer mal wieder angesprochen und jetzt nicht nur in privaten Gesprächen, sondern auch öffentlich, dass ja immer auch so ein gewisser Generationenwechsel vorbereitet wird bei Project A, weil jetzt nicht für immer die ursprünglichen General Partner, den die Fonds leiten können. Was bedeutet denn der Fonds für, also der neue Fonds jetzt für den Prozess innerhalb der Firma? Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, über das viele VCs wahrscheinlich nachdenken. Bei uns konkret heißt das, dass wir 2 neue Partner bekommen haben, die schon Teil der Firma waren. Das ist einerseits Sam Cash, der zum Partner befördert wurde, hat unser London Office aufgemacht, vor knapp 3 Jahren, glaube ich, einige Investments dort getätigt. Und Christoph Rösler auf der Private Equity Seite auch zum Partner geworden. Also sozusagen beide homegrown. Wir haben auch ein relativ seniores Investment-Team, wenn man sich anschaut, einige Principals dort. Also ich glaube, dieser Prozess ist im Gange. Ansonsten fürs Tagesgeschäft ist natürlich schon immer noch so, dass da eine Partnerschaft dahinter steht, die auch gemeinsam sich die Deals anschaut in einem Investment-Committee, wie das bei den meisten Fonds der Fall ist. Also ich glaube, jetzt keine drastischen Änderungen für diesen Fonds, aber natürlich ein Thema, über das wir intern viel nachdenken. Private Equity hast du gerade schon angesprochen. Das nehmen wahrscheinlich jetzt nicht alle wahr, die sich mit Project A beschäftigen, weil ihr sehr, sehr präsent mit dem VC seid in der Startup-Welt und man das andere einfach auch bewusst wahrscheinlich gar nicht so krass kommuniziert. Welche Rolle spielt Private Equity für euch? Ja, ich glaube, vielleicht ist ganz gut, nochmal sowieso einen Schritt zurückzumachen und nochmal kurz ein bisschen zu skizzieren, wofür wir antreten, auch mit diesem neuen Fonds. Also grundsätzlich sind wir ein Frühphaseninvestor. Der Großteil dieser Assets, die wir da geraced haben, wird auch in Frühphasen gehen. Also wir machen Pre-Seed, Seed und Series A, investieren initial 1 bis 10 Millionen. Ich glaube, der Average Tick ist irgendwo zwischen 4 und 5 Millionen Euro. Wir machen B2B und B2C ungefähr gleich verteilt im Portfolio. Bisschen mehr B2B dabei gewesen in den letzten Jahren. Wir schauen vor allem auf Fintech, Commerce und Enterprise Software, Data Infrastructure, Supply Chain, Climate Tech. Das sind so die Hauptthemen, die wir machen. Man kennt uns wahrscheinlich
wahrscheinlich aus ein paar B2C-Investments wie Trade Republic, wo wir sehr früh investiert haben, Krü, Voi, Unity haben in den letzten Monaten nochmal geraced. Und auf der B2B-Seite sicherlich Sender, Spryker, Dixer vielleicht, World Remit aus UK. Das ist wirklich unser Kern, unser Fokus. Und die PE-Seite, die du ansprichst, da werden so circa, um in den Dollar zu bleiben, die kommuniziert wurden, 80 Millionen reingehen. Da sind wir im Grunde reingekommen über unseren Operational Support. Also diejenigen, die Project A nicht kennen, vielleicht auch nochmal. Wir haben untypisch für die meisten anderen VCs 130 Leute bei uns fulltime auf unserer Payroll, die Operator sind, also Portfoliounternehmen hands-on unterstützen in den verschiedenen Bereichen, die für sie wichtig sind. Also großes Talent Acquisition Team, großes Software Engineering Team, Data, Marketing, Sales Teams, also hands-on. Und dadurch sind wir auch, haben wir uns auch in die Private Equity in Richtung entwickelt, wo wir für die Lead Investoren dort deshalb interessant sind, als Minority Investor mit reinzugehen, weil wir eben diese operative Power mitbringen. Also aus PE-Investoren-Sicht ist es immer interessanter, jemanden mit in den Cap-Table zu nehmen, der dieses Verständnis und diese Power hat, als jetzt irgendwie mit Agenturen zu arbeiten, wo das Ganze dann vielleicht ein bisschen intransparenter ist, vielleicht auch andere Interesse haben. Wir haben aligned Incentives, wenn wir damit reingehen. Das heißt, wir haben, ich glaube, 11 Investments in dem Space gemacht. Relativ bekannt ist wahrscheinlich die Lampenwelt, Lucom-Gruppe, das ist die größte europäische E-Commerce-Player für Lampen. Wir sind in Humeday investiert, das war eines der letzten Investments. Amann Girrbach, HelloPrint, also das sind alles Unternehmen, die man vielleicht jetzt nicht so sehr direkt kennt, wenn man sich viel mit der Startup-Szene auseinandersetzt, aber eben sehr erfolgreiche Unternehmen, die von Private Equities gekauft wurden, wo wir dann eben mit reingehen und die operative Power zuschießen. Das ist so ein bisschen der Kontext und das funktioniert für uns sehr gut. Ich glaube, wir haben da einen USP, wenn man das so nennen will, weil es gibt eben wenige Spieler, die diese Power mitbringen können in so einer hohen Mannstärke und operativ supporten und gleichzeitig auch ein Investment-Team haben, was sehr tief in den verschiedenen Themen drin steckt. Ist der Einblick aus der Skalierungsphase und das Know-how aus der Phase so relevant, dass man sagen kann, auch bei einem Private Equity Case, das sind ja dann doch meistens schon deutlich erwachsenere Firmen, hat das noch einen essentiellen Uplift? Also weil du sagst, es ist auch für die wirklichen Private Equity Investoren, die das hauptsächlich machen, spannend, dann einen operativen Partner mit reinzunehmen? Ja, 100%. Also es kommt natürlich auch auf die Cases drauf an. Wir werden dann angesprochen, wenn Digitalisierung der große Hebel für so eine Company ist. Wenn es jetzt andere Themen sind, wenn es ein Turnaround-Case ist oder Internationalisierung oder was auch immer der Haupthebel ist, dann sind wir vielleicht nicht so relevant. Aber in den genannten Fällen sind das Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, wo man aber einen großen Hebel ausmacht, darin die Prozesse zu digitalisieren, vielleicht auch Kundenakquise zu digitalisieren etc. Und das sind eben Dinge, die wir sehr, sehr gut können, zwar aus dem Startup-Bereich, aber auch aus dem Scale-Up-Bereich. Und das hat sich als sehr hilfreich erwiesen für diese Unternehmen, weshalb wir jetzt eben auch mit dem neuen Fonds nochmal einen stärkeren Fokus auf diese PE-Practice legen. Ich bin gespannt, ob es dann irgendwann mal einen reinen PE-Fonds noch irgendwann gibt und irgendwie sich das noch irgendwann quasi, ich sage jetzt mal, abspaltet. Also es läuft jetzt ja gerade unter einem Deckmantel. Irgendwann könnte das sich ja auch nochmal anders darstellen, bin ich mal sehr gespannt. Hätte man jetzt aber auch nicht mit gerechnet, wenn man sich das vor 5 Jahren angeguckt hätte, wenn ich ehrlich bin. Also abgesehen davon, dass ich vor 5 Jahren überhaupt erst in die Startup-Szene gekommen bin. Aber ich würde da jetzt mal für viele andere auch sprechen. Ja, auch wenn, nehme ich mir jetzt mal raus. Den finde ich super faszinierend. Hatte ich ehrlicherweise, bis ich die News gelesen habe, nicht auf dem Schirm. Und das, obwohl ich mich aus Startup-Perspektive sehr viel auch mit Project A auseinandergesetzt habe. Also deswegen für viele wahrscheinlich nochmal ein echt interessanter Einblick. Ihr macht ja auch viel E-Commerce und also ihr habt immer wieder E-Commerce-Player, ihr seid da auch über das operative Thema stark involviert, hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt, auch allgemein zum B2C-Thema und deswegen natürlich auch so eine Investment, was wir jetzt mitgebracht haben, ShopCircle, was sich darum kümmert, dass die sammeln oder aggregieren Tools für Shopify-Stores vorrangig erstmal. Allgemein werden es, glaube ich, E-Commerce-Stores und E-Commerce-Software, um den Store-Betreibern dabei zu helfen, effizienter zu werden und
besser skalieren zu können bei angenehmeren Kosten. Und die haben jetzt 65 Millionen US-Dollar geraced und also sitzen in London. Und was ich faszinierend finde, ist, dass es quasi ein neues Aggregatorenmodell ist. Also wir sehen ja immer wieder, dass verschiedene Aggregatoren gibt. Ja, aus dem FBA-Bereich kennen wir sie besonders. Dann gab es irgendwie welche für YouTube-Kanäle, für alles Mögliche und jetzt auch für Software-Tools für den E-Commerce. Glaubst du, wir sehen allgemein eine Entwicklung, dass einfach alles weiter aggregiert wird? Ah, das ist schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Trend der letzten Jahre gewesen. Also du spielst ein bisschen darauf an, auf die Aggregatoren im Amazon und auch im Shopify-Bereich. Es sind ein paar Namen dabei, die wahrscheinlich die meisten kennen. Thrasio, SellerX aus Berlin, die Razor Group. Das sind alles Companies, die, glaube ich, Unicorns sind und deutlich darüber hinaus teilweise. Und im Shopify-Bereich gibt es Open Store. Da steht der Keith Rabois dahinter. Das ist einer der Partner vom Founders Fund. Auch die haben, ich glaube, 75 Millionen ungefähr geraced von sehr namhaften Fonds wie General Catalyst, Kostler und eben dem Founders Fund. Also dieser Aggregator-Bereich, wo man im Grunde Merchants kauft, dann versucht, Synergien zu schaffen und die, also im Grunde das klassische Roll-Up-slash-Buy-and-Build-Modell. Das war sehr heiß, hat viel VC-Finanzierung erhalten in den letzten Jahren. Ob das jetzt unbedingt überall der Fall sein muss, kann man diskutieren. Ich glaube, wir sehen sowas gerade zum Beispiel im Solarbereich, wo, das ist ein Bereich, den ich mir ein bisschen angeschaut habe, wo eins der Bottlenecks Installateure für Photovoltaikanlagen sind. Auch da sehen wir mit 1,5 Grad zum Beispiel der bekanntesten Player, die versuchen dort so ein Roll-Up-Play aufzubauen. Also das sieht man schon immer wieder. Die Frage ist dann, da können wir auch gleich ein bisschen darauf eingehen, bei diesem Modell, wo dann wirklich die Synergiehebel liegen. Konkret hier die Company, du hast schon gesagt, Shop Circle aus London, erst letztes Jahr gegründet von zwei relativ jungen Gründern. Der eine war knapp 3,5 Jahre bei Amazon, was sich anbietet in dem Bereich als Category Manager. Luca, der andere Founder, war im Investment Banking und im VC vorher. Stefano ist der CTO, war Full-Stack-Dev bei Shopify, also schon guter Founder-Market-Fit, würde ich sagen, für dieses Thema. Und du hast auch gesagt, was sie machen, also im Grunde nicht Merchants zu aggregieren und aufzukaufen, sondern Software. Im Grunde haben die gestartet mit dem Shopify-Ökosystem und wollen so ein bisschen der One-Stop-Shop für Shopify-Marketplace-Apps werden und in Zukunft darüber hinaus. Und sie sagen selbst, dass Microsoft für E-Commerce-Merchants, sodass man eben als Merchant auf dem Shopify-Ökosystem im Grunde alle Tools, die man braucht, diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, wissen, dass der durchschnittliche Shopify-E-Commerce-Player irgendwas zwischen 6 und 12 Apps zusätzlich installiert, um verschiedene Probleme zu lösen. Können wir gleich auch ein bisschen drauf eingehen. Und da wollen sie eben der Aggregator für sein. Die haben jetzt zum ersten Mal eine Runde announced. So wie ich das verstehe, sind das aber verschiedene Runden gewesen. In total jetzt 65 Millionen Dollar. Davon sind wahrscheinlich maximal 10, 15 Equity. Und der Rest Venture Debt, vielleicht auch ein bisschen Revenue-Based Financing dabei. Die Investoren sind NFX, QED, US-amerikanische Investoren, interessanterweise. 645 Ventures, auch aus den USA, ist mit dabei. Und First Minute aus UK. Und Venture Debt kommt eben von einem anderen Anbieter, ich glaube Triple Point. Also ganz interessant, dass das Ganze erst jetzt public wird. Die haben also relativ lange im Stealth gearbeitet und auch schon einiges erreicht. Können wir auch gleich darauf eingehen. Genau, also sie haben 50.000 Kunden und also in dem Fall dann Merchants als Kunden und 7 Tools, die sie bisher akquiriert haben. Und die Frage ist natürlich, macht es so einen großen Unterschied, ob ich jetzt bei einem Anbieter mein Tool, meine verschiedenen Tools hole oder bei, keine Ahnung, 6 verschiedene Apps im Shopify Marketplace installiere. Und das jetzt gar nicht aus der Frage heraus, macht es Sinn aus Sicht des Merchants, so schon auch, aber vielmehr auch, macht es Sinn, überhaupt diese Dinger zu kaufen, weil ich das dann auch wirklich leveragen kann. Ne? Also kann ich da wirklich ein sauberes Geschäftsmodell drum drehen? Würde mich mal deine Meinung interessieren, wo du glaubst, dass da die Hebel gesehen werden.
Ja, das ist auch schon die Krux des Modells, finde ich. Also grundsätzlich natürlich erstmal spannend, weil der Markt ist, dieser Apps-Markt ist sehr fragmentiert. Also es gibt, ich glaube, irgendwie nördlich von 7000 verschiedene Apps allein auf der Shopify-Plattform. Hochfragmentiert, aber vermutlich sehr top-heavy. Und das Zweite, was erstmal Sinn macht auf den ersten Blick, ist, dass man wahrscheinlich attraktivere Margen hat als bei den FBA oder Shopify Merchant Roll-Ups, wo wir wahrscheinlich eher irgendwie bei 15-20% Margen liegen. Und hier ist halt Software-Play, da hat man wahrscheinlich 60-70-80% Margen. Das macht also auf den ersten Blick erstmal Sinn, aber du sprichst schon die zentrale Frage an, wo ist jetzt der Mehrwert darin, diese Tools zu bündeln? Und das erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Denn es gibt ein paar Shopify-Apps, die wirklich massiv genutzt werden. Einige davon sind sogar Unicorns geworden. Ich glaube, Klaviyo ist das, was man als erstes immer im Kopf hat. Es ist im Grunde eine E-Mail-Marketing-Solution, spezifisch für Shopify. Mehrere hunderttausend Downloads sind, glaube ich, mit knapp 9 Milliarden bewertet. Also da drängt sich die Frage auf, warum sollte ich aus Merchant-Sicht jetzt nicht Best of Breed benutzen, mehr also Klaviyo für E-Mailing holen oder ein Mailchimp, dann irgendwie Oberlo für Dropshipping und wen es da nicht alles gibt. Warum sollte ich jetzt auf einen Partner wie ShopCircle setzen, der mir im Grunde eine ganze Suite bieten kann? Aber das ist so ein bisschen so eine Glaubensfrage. Also auch vielleicht, wenn man mal eine Analogie aufmacht zum Marketing-Tooling, da gibt es eben die Best-of-Breed-Player, die sich das zusammenbauen, wo du natürlich dann das Problem hast, dass die Daten vielleicht in Silos sind und du musst das wieder lösen. Und es gibt eben Companies, die setzen auf Marketing-Suites von Adobe oder Salesforce oder wem auch immer. Und ich glaube, das ist hier eben genau der gleiche Ansatz zu sagen, es wird große Shopify-Shops geben, die lieber mit einem Partner zusammenarbeiten und dass man das im Grunde irgendwo dann Leverages finden wird. Die sind jetzt für mich ehrlich gesagt nicht offensichtlich. Also klar, man kann ein bisschen bundeln, man kann ein bisschen Cross- und Upselling machen, aber und man kann wahrscheinlich einige dieser Apps mit dem zentralen Developer-Team, was man dann eben hat, maintainen und weiter ausbauen. Aber aus Kundensicht sind die mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz klar. Finde ich spannend, die Analogie, die du nennst. Ich wäre auch auf Marketing Suite beziehungsweise eher auf allgemeinen Software as a Service gegangen, wo du es oft hast, auch im Recruiting HR-Bereich. Ne, gibt's also genau dasselbe Spiel. Das ist schon ein Thema für sich, dass da auch so ein bisschen nach Präferenz dann entschieden wird. Und klar, die kaufen sich ja auch Kunden dazu. Ich meine, wenn sie ein Tool nehmen, also aufkaufen, was dann schon eine gewisse Kundengruppe hat, dann kommst du auch mal schnell auf 50.000 Kunden, wenn du gut wählst. Das ist ähnlich wie bei den FBA-Aggregatoren, die, wenn man sich jetzt mal so umhört, ohne jetzt Namen zu nennen, aber dann schon auch sagen, hey, wir haben mit größerem Wachstum gerechnet. Auf der einen Seite war E-Com natürlich, also der Markt für E-Commerce so ein bisschen runtergekommen ist und nicht mehr so stark wächst und gleichzeitig aber auch, weil manchmal die Synergieeffekte doch nicht so stark sind, wie man sich's vorgestellt hat. Und man dann halt auch merkt, oh, das könnte nochmal interessant werden, weil ja viel der Finanzierung auch auf wachsender und steigender Performance aufbaut. Und gerade wenn man, also nicht die Equity-Finanzierung, sondern die Fremdkapitalfinanzierung. Deswegen finde ich das ganz spannend. Vielleicht kannst du uns nochmal so zurücknehmen in eine Zeit als letztes Thema, als ihr auch den ganzen Hype um die FBA und Amazon-Aggregatoren hattet, weil ihr habt nicht investiert im Vergleich zu vielen anderen. Und du hast schon ein paar Namen genannt. Es gibt ja auch in Deutschland prominente Beispiele. Und ihr seid da nicht vertreten. Was hat euch am Ende davon abgehalten? Warum seid ihr da skeptisch gewesen und vielleicht auch immer noch skeptisch? Ja, gerne. Ich glaube, vielleicht bevor wir da reingehen, erstmal muss man sagen, das ist natürlich schon ein interessanter Markt. Ne? Also der B2B-E-Commerce-Software-Markt ist ziemlich groß, je nachdem, wo man hinschaut, irgendwas zwischen 7 und 30 Milliarden. Und der Shopify App Store macht einen großen Anteil davon aus. Ich glaube, der wächst mit 50% year over year, also wirklich massiv. Mal gucken, wie sich das jetzt alles weiterentwickelt, aber das sind halt die Zahlen aus den letzten Jahren. Es gibt, glaube ich, über 1 Million Shopify-Merchants und wir haben schon gesagt, über 7000 Apps, also das, und wenn man sich ein Klaviyo anschaut, da ist schon Potenzial, ne? Also das macht schon erstmal auf den ersten Blick viel Sinn. Warum sind wir bei den ganzen Aggregatoren außen vor geblieben?
Wir haben für uns entschieden, dass es eben sehr PE-Logik-lastig ist. Also im Grunde, wie gesagt, ist das ein Roll-Up-Case, wo du versuchst, Synergien zu schaffen, dadurch, dass du eben viele Player kaufst und vereinst. Und wir sehen das nicht so sehr als einen VC-Case. Also auch hier in dem konkreten Fall ShopCircle, das kann man sicher anders sehen. Also wir sehen das nicht unbedingt als VC-Case. Im konkreten Fall hier bei ShopCircle könnte man jetzt argumentieren, es ist eher tech-enabled, als dass es jetzt wirklich eine Tech-Solution an sich ist. Also die können sicher im Sourcing technisch getrieben vorgehen und sich überlegen, wie, ne, analytisch, welche Apps wollen wir jetzt kaufen. Die können sich ja auch in der Weiterentwicklung der Apps Synergien heben, aber eben alles eher aus dieser klassischen Roll-Up-Buy-and-Build-Logik. Und dadurch, dass wir im Private Equity eben auch unterwegs sind, haben wir gesagt, dass so ein Thema, wenn wir das machen würden, dann eher aus der Private Equity-Logik, als dass wir da jetzt einen VC-Case drin sehen würden. Ja, finde ich ganz spannend. Ich bin mal, also am Ende bleibt zu beobachten, was sich daraus entwickelt und wer richtig liegt, das sehen wir erst in ein paar Jahren. Das ist ja immer so, Venture ist eine sehr lange Sicht und da muss man auch ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen und auch Nerven, wie wir gerade aktuell alle erleben. Philipp, ich würde das als Abschluss so stehen lassen und mich auf jeden Fall bei dir bedanken für einmal die ganzen Einblicke rund um den neuen Fonds und was gerade bei euch so passiert, aber auch gleichzeitig nochmal die Einschätzung zu Aggregatoren und doch speziell zu ShopCircle und wünsche euch weiterhin eine gute Zeit und du bist ja auch, ich sag mal, bald schon wieder hier zu Gast, da dann wieder mit Jan und vielen, vielen Dank dir. Immer gerne, mach's gut, ciao, ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren Fabian Tausch und Philipp Werner, Principal bei Project A im Investments- und Exits-Gespräch über Project A und ShopCircle. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. André Sommer, Co-Founder von CaraCare, haben wir heute im Gespräch und wir sprechen mit ihm über sein Unternehmen, das 7 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde eingesammelt hat. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns dann um 13 Uhr wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Diese Folge wurde präsentiert von Konto, eurem Partner für ein All-in-One-Geschäftskonto für Startups. Konto hilft Gründerinnen und Gründern in nur 72 Stunden für das Handelsregister bereit zu sein. Teste Konto 3 Monate kostenlos mit dem Code StartupInsider. Mehr Infos gibt es unter konto.de. Konto schreibt sich übrigens QONT.